Hallo zusammen, hier ist wieder die Schwarzwaldklinik mit den Ärzten Dr. Agnei und dem immer noch gegen seinen Willen festgehaltenen Shadows of 1305. Und wir sind bei keinen kommen. Ich werde hier nicht bezahlt. Nein! Du kriegst später ein Brötchen von mir. Ein Bärlauchbrötchen. Yes! Besser als Geld. Auf jeden Fall. Höchstens, was noch besser ist, ist eine Bärlauchbratwurst. Habe ich da noch nie gegessen, aber wird schon stimmen. Die sind sehr, sehr lecker. Gibt's bei uns in Franken ziemlich häufig. Über die Flucht nachdenken. Das kommt davon, wenn ihr keine Familie habt. Die wollten dann noch nicht Kinder zusammen machen. Ja, das ist dumm. Das, was du jetzt nicht gehört hast, war ein Schuss. Also, let's use anesthesia to knock es wird out. Schwierig. But first, we need the key to this room. Sie kommen. Hey, Mr. Luskin Man. Erinnerst du dich an den Typen? Ach, er hier. Ich sag nur L.A. Concordia. What's going on, der Typ, der sich bei uns was abholen wollte. Richtig. Rettet ihn oder lasst ihn verrecken. Und wenn du genau aufgepasst hast, hast du vielleicht gesehen, wer das hinter der anderen Maske war? Konntest du es dir denken? Lass mich raten, er war das? Richtig, er ist einer der Entführer. Er wurde gerade von den eigenen Leuten mit der Schrotflinte zusammengeschossen. Er wollte abhauen. So sieht er auch aus. Und wir dürfen ihn jetzt operieren. He's bleeding profusely. He needs a transfusion. Er braucht eine Transfusion. So you're gonna operate on him? You must be crazy. Dum, dum, dum. I'll get you the blood. Wir bekommen Blut, um ihn operieren zu können. Okay, und das du, denn, ja. Der besorgt das jetzt, der andere Typ. Der besorgt uns künstliches Blut. Ach du Scheiße. Es ist Jean-Paul Mercy, den wir operieren werden. Und du darfst wieder voll ist. Mehrere Schusswunden durch Schrotkugeln verursacht massive Blutung. Umgehende Umbehandlung erfordert. Wundenbehandlung. Genau, Schusswunde. Wir skippen das. Und auch genau in die Brust. Ja, das ist immer so. Zum Glück nicht ins Herz, sonst wäre der Typ jetzt hin. Ja, wir werden sehen, wo wir jetzt gleich überall die Kugeln rausholen dürfen. Weil ich bin mir sicher, die stecken nicht nur im Fleisch. Guck es dir an. Wir haben ein kleines Problem. Der Typ hat mehr als zum einen uns fehlt hier etwas. Wir haben keine Spritze. Oh Gott, das heißt, wenn seine Vitalwerte zu sehr runterfallen, ist er hin. Wir haben nur antibiotisches Gel. Und das hilft nicht gerade viel. Zum einen das und zum anderen ist es auch begrenzt. Sobald das leer ist, haben wir gar nichts mehr. Oh Gott. Das heißt, wir müssen ihn einfach zunehmen. Und jetzt müssen wir die alle auf einmal irgendwie rausholen. Und wir müssen rein. Wir dürfen jetzt gucken. Wie du siehst, ist da auch nicht gar wenig. Genau in die Lunge. Und die hat aber auch genau in die Lunge abbekommen. Ja. Und wunderschön synchron natürlich. Weißt du, Drain? Du bist uns ziemlich beeilen bei der OP, du bist ein bisschen still. Klar. Weil du kannst sie nicht wieder hochheilen. Richtig. Ich kann nur ein bisschen das Gel benutzen. Und das hilft nicht viel. Und es ist schon halb leer. Aber be careful. Ich geb mein Bestes. Schon fast okay, wir sind schon durch. Ah, wir sind schon durch. Die OP, er hat zum Glück. So müssen wir jetzt schnell zunehmen, weil seine Vitalwerte sind ziemlich im Eimer. Ja. Oh, das Gel hat gerade so gereicht. Sehr gut. Zu machen. Fertig. Dafür, wenn ich mich recht erinnere, haben wir in der nächsten OP auch kein Gel. Diesmal dann. Rangfee. Was? Hallo, da weil er relativ viel abbekommen hat. Der Boss hat beschlossen, dass du überleben wirst.
und seine Organe sollen rausgeschnibbelt werden im Notfall. Who is this boss of yours? Oh Gott. He's got connections, it seems. Well, maybe you'll have a chance to... ich bin noch total fertig von diesen OPs hier. Hier geht Schlag auf Schlag. Ist nicht so leicht. Das ist auch heftig. Und wir haben keinen Kommen schon geschafft und wir haben erst 5 Minuten. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter, oder? Ja. Mit Mutation. Mutation. Wenn wir klingt schon dabei böse. Sind. Wenn ich mal meine Meinung dazu sagen darf, klingt böse. Genau. Was ich noch anmerken möchte, ihr kennt doch bestimmt inzwischen meinen Dragon Quest Let's Play. Das wollte ich schon im letzten Part sagen. Aber es hat leider sehr wenige Aufrufe, was ich schade finde. Deswegen hat auch keiner von euch gemerkt, dass in Kapitel 3 Shadow Soul dabei war. Echt mal, ihr Nüsse! Passt doch mal auf! Wir müssen halt einfach mal alles angucken und nicht nur das, wo Shadow dabei ist. Ernsthaft mal, ich hab das nicht gemacht, um hier nur bei Trauma Center hier die Views hochzuballern. Ihr sollt doch mal das andere gucken, wenn es euch gefällt. Das andere sind auch gute Games. Natürlich! Jetzt mal hier Star Fox Adventure. Habe ich selber auch noch, aber ich habe keinen Bock gerade weiter zu zocken. Ist echt so. Ich würde weiterkommen, aber ich habe einfach keinen Bock im Moment. Ich kenne das sehr gut. Das habe ich auch gestern Nachmittag schon zu Chainsaw Man gesagt. Hier, ich wäre alles, was ich so in meiner Freizeit zocke, so Super Mario Galaxy oder Star Fox Adventure, was war noch? Final Fantasy X will ich nochmal zocken. Das will ich alles erst zocken, wenn ich hier meine Couch hab. Wann bekommst du die denn? Jetzt Anfang April. Oh, nice. Dann kann ich mich nämlich schön auf meine Couch flitzen, schön Remote in der Hand und dann geht das los. Richtig, solange es halt ein Wii-Spiel ist. Oder PS2-Spiel. Oder Gamecube-Spiel. Oder das. Aber das ist ja gleichzeitig auch meine Wii. Richtig. Hey, you look just like you did on TV. Wunderschön, oder wer ist das? Das ist hässlich. Ja. What's up, sehr Doc? Hässlich. Das the ist, I run the show. Wer ist Kingdom... Wer ist Kingdom Hearts ist hier sau hässlich. Are either of you doctors? Das ist übrigens Kidman. Und das ist ein seltsamer Typ. Das ist Kuya. Kuya. Der hat die Haare wie Kuya. Ist mir egal, ob der nicht aus Kingdom Hearts ist. Das ist Kuya. So, und das ist, das ist, So. Wer ist das? Das ist schwer. Glaubst du? Das ist wirklich schwer. Es geht um dein Cookie. Scheiße, stimmt, mein Cookie. Eigentlich. Und du bist, ja, du warst bei mir bekannt jetzt als Kuya, aber du bist alt. Ich möchte mal dazu sagen, zwei kleine Dinge. Wir kennen den Kerl schon und wer die Stimme hört, weiß, wer es ist. Ich kann ja nicht. Ja, ist auch gut so, du sollst es ja noch nicht wissen. Damit du dann genauso überrascht bist wie alle anderen. Oh mein Gott! Oh Mann. Da steht schon. Verdammt. Moment mal. Das ist Professor Wilkins, man hat schon an der Stimme gehört. Und wenn du dich erinnerst, Professor Wilkins war Lord Voldemort. Ist der nicht beim Feuer umgekommen oder sowas? Er ist spurlos verschwunden. Ach genau, das war das. Ich wollte vorhin noch was sagen. Ich weiß nur nicht mehr was. Lass euch wieder vorlesen. Ja, ich würde aber sagen, das heben wir uns den nächsten Part auf. Oh ja. Ich bin Dr. Arkner 97. Und ich heiße Dinger 5. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. See ya.